willkommen zum dritten Part von diesem Windmühlen-Dings da. Ich denke, wir schaffen es diesmal, die Außeneinrichtung und das alles fertig zu kriegen. Fangen wir erstmal innen an. Hier muss ein Ofen hin. Der soll jeweils hier 3x3 sein. Genau. Zack. Hier kommt ein Loch rein. Hier kommt ein Loch rein. So. Und hier der Schornstein. Perfekt. So. Einmal das alles hier. Das war jetzt sehr knapp. Genau, jetzt haben wir hier so einen Ofen. Da ist Lava, da ist der Ofen. Das Geländer mache ich nicht, weil da könnt ihr euch selber was überlegen. Ich mag jetzt hier auch nicht zu viel machen, weil ich meine, ihr sollt ja auch noch selber ein bisschen was dran machen. Genau, hier kann man einmal machen. Hier was machen und einmal zack, zack. So, hier ist so ein kleiner Arbeitsplatz. Theoretisch könntest du hier noch eine Ablage hinmachen und die Kiste. Was weiß ich. Gemälde. Spinnweben brauche ich da auch noch. Oder einen Blumentopf. Könnte man hier hinstellen mit einer Orchidee zum Beispiel. Das Bild ist ein bisschen zu groß. So ein Zweierbild. Genau, sowas. Hier drüber noch was. Kleines, genau. Perfekt, dann haben wir den unteren Raum schon geschafft. So, genau. Hier kommt dann das Kistenlager hin. Und zwar sitzt hier einfach solche Kisten, die so drei hoch sind, dann könnt ihr so alle öffnen. Zack, zack. So, dann habt ihr hier so ein Kistenlager. Ihr könntet hier ist so ein bisschen geheim. Und genau. Hier könnte man theoretisch auch noch irgendwo was hintun. Zum Beispiel hier ein Bild hin. Hier so ein Bild hin, keine Ahnung. So, hier kommt dann das Schlafzimmer hin. Da mache ich es immer gerne da, wo der Stein ist, da wo man es von außen nicht sieht, kommen immer die Bilder hin. So, hier kann man leider keinen. Aber dafür hier eine Orchidee hin. Genau. Dann einmal hier noch eine Truhe, das ein Bett noch. Das Bett kommt dann hier hin irgendwie und das Problem ist, hier ist halt sehr wenig Platz. Irgendwie die Privattruhe. Irgendwie hier. Oder was weiß ich. Genau, auf die Seiten kann man hier beim Holz auch noch so Holzstecken hinmachen, damit es auch noch ein bisschen edler aussieht. Genau. So, dann noch eins nach oben. Hier ist eigentlich nichts Besonderes. Kann man alles Mögliche hin tun. Ein paar Spinnennetze.
Truhen, Crafting Box, eine Fackel, hier eine Fackel, ein altes Bett, ein Blumentopf, was weiß ich. Dann vielleicht hier noch so eine Geheimtruhe, die man dann irgendwie hier nur von hier öffnen kann und von hier nicht sieht so richtig. So, dann hätten wir es auch erledigt. Dann war es das für innen. So. Tack, 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 tack. Hier ist sozusagen der Mülleimer in Anführung. Mir ist gerade irgendwas eingefallen. Hier könnte man echt einen Mülleimer draus machen. Fällt mir gerade ein. Dann machen wir einfach einen draus. Dann ist es doch. Viel, viel cooler. Zack. Dann kommt da nämlich dann immer das Ganze. So, dann einmal hier noch einen Trichter rein. Damit verbinden. Dann theoretisch noch Schilder rundherum. Ja, zack. Zack. So, perfekt. Dann ist hier ein Mülleimer. Wenn ich jetzt nicht. Ah, stimmt. So, dann sollte es eigentlich so klappen. Mal gucken, noch ein Schild. So, dann habe ich halt hier auf der einen Seite hier den Knopf, da wird dann immer vernichtet. Jetzt gucken wir, ob hier ein Dispenser liegt. Jo, hier liegt ein Dispenser. Und genau. Dann einmal Toggle Downfall. So. Dann hätten wir schon mal die Mühle. Genau. So. Dann bauen wir hier einfach mal noch so hier was hin. Und dann so, dann nehmen wir einfach noch eine Ho. Und ein Eimerchen Wasser. Hier kommt ein Eimerchen Wasser hin. So, dann könnten wir hier noch so. Und hier noch ein Eimer hin. Und dann erstmal hier so ein kleines Feld bauen. Einmal. So, tak, 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 tak. Okay, das ist hier, das eine hier habe ich mit Absicht freigelassen. Und zwar wird dann nämlich eine Vogelscheuche hinkommen. Zack. Und zack. So, dann brauchen wir noch schnell Rüstung, am besten Leder. Zack. Zack. Hier nochmal schnell und dann kann man hier wieder vernichten. Dann machen wir wieder Tag.
Weizen und rote Beete und das hier. Hier oben kommt natürlich Weizen hin. Und unten eine rote Beete. Also das Feld mache ich jetzt nicht so wie auf der anderen Windmühle, weil hier oben auf dem Berg ist halt logischerweise weniger Platz. Aber ich meine, die Felder sind ja eigentlich im Großen und Ganzen egal, wie man sie macht. Feld ist Feld. So. Tack, 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 tack. Ja, hier, hier, hier. Genau. Und dann kann man theoretisch. Genau, dann noch einen Strohballen. Strohballen. Stroh, Stroh, Stroh. Da ist der Strohballen. Dann kann man hier noch auf der Seite von hier noch so ein paar Strohvorräte hin tun. Hier vielleicht noch. Ja. Und man könnte dann theoretisch auch noch ja, mit Eichenlaub noch hier mal so ein bisschen Gestrüpp hin tun, wenn man will. Muss man aber nicht. Kann man hier halt noch so ein paar bisschen Gestrüpp so hin. Ja, zack. So. Dann vielleicht hier hinten muss man jetzt unbedingt kein Feld hinmachen. Das sind alles nur Beispiele, was ich hier mache. So, genau. Brauche ich jetzt andere Sachen und genau sowas. Und zwar kommt hier nämlich erstmal hier Kies hin, damit es noch hier gleichmäßig wird. Hier unten soll ja dann noch diese Brücke entstehen. Hier erstmal noch ein bisschen Platz machen, damit da ist auch alles hier auch noch ein bisschen zur Natur passt. Tack, 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 tack. Dann kommt hier so eine Brücke drüber, genau. Die drei Herren hier müssen einmal abgeholzt werden. Und der hier vielleicht noch. So. So, jetzt je nach Wollen kann man jetzt hier so verschiedene Muster reintun, die einem gefallen. Zack, 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 zack. So. Erstmal hier überall Treppen hinmachen. Zack. So, dann hier überall Slabs. Eines sollte man nach unten gucken. So, dann Kies. Dann ein bisschen Stein, Ziegel.
So, perfekt. Dann haben wir hier so einen perfekten Weg nach unten. Genau. So sieht es auch gut aus. Und so. Dann für daher, dass man auch viel Holz braucht hier, als man hier ja wohnt, hat der hier auch noch so ein paar Holzlagerungen. Und dann vielleicht noch hier, zack, Leitern, hier, hier könnte eins hin, dann irgendwie dahinter ist noch ein bisschen Platz, könnte ich dann von mir aus auch mal hier drei Stück nehmen. Seite die Sicherungen hinmachen. So. Theoretisch könnte man hier noch ein paar Ungleichmäßigkeiten reinmachen. So, hier, zack. Zack, zack. Genau. Perfekt eigentlich. So, Knochen brauche ich. Und zwar sollte der Weg auch hier so ein bisschen verwachsen sein. Damit es hier nicht so langweilig oder falsch aussieht. Soll es hier auch so ein bisschen durchwachsen sein. Hier ein paar Blumen kann man dafür wegtun. Weil die stören einfach nur das Sichtfeld. Genau. So, dann machen wir noch schnell die Brücke. So. Eins jeweils. Dann zwei Abstand. Dann drei nach oben. Auf der anderen Seite erstmal das gleiche. Eins. Und auf der anderen Seite die so und so. Die Brücke wird jetzt nicht so groß wie auf der anderen Seite da drüben, aber ist eine Brücke. So. Und zwar baue ich diese Brücke genauso, wie ich sie auf der anderen Seite gebaut habe, bloß halt eben ein bisschen kleiner eben. Zack, 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 zack. Man könnte auch hier noch ein paar Lichter aufstellen, das könnte ich dann auch nochmal machen. So, auf der Seite passt und auf der Seite passt auch. So, dann einmal das hier und das hier. Genau. Und zwar kommen dann einmal immer hier. Zack. Tadam, tadam. Tada, tadam, tadadadam, tadadadam. Perfekt. So, das war's dann mit der Brücke. So, dann stelle ich hier noch ein paar Lichter auf und dann wären wir eigentlich fertig.
Hier könnte man theoretisch noch so ein paar Fackel leuchten, wenn es dunkel wird, hinbauen. Zack. Theoretisch hier zwei Stückchen am Brückenanfang und am Brückenende. So. Dann einmal hier. Wobei, da ist auch schon eine Fackel, das wäre höchst dumm. Hier und hier vielleicht noch eine Fackel hin. So. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen von der Windmühle. Sie sieht eigentlich genauso aus wie die andere, bloß halt ein bisschen anders ist die Brücke und ein bisschen anders ist auch ist noch die Felder. Jetzt habe ich zwei Windmühlen. Irgendwann werde ich hier alles voll Mittelalter haben. Das sieht dann bestimmt gut aus. Hier oben habe ich auch schon Platz gemacht für eine Burg. Werde ich auch noch zeigen. Das war hier mal so ein riesiger Berg. Hab ich alles weggetan. Okay, aber einfach winzig klein. Ich habe einfach nur ein bisschen ausgeglichen. Naja. Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass mir das hier nicht gefällt. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Tja, doch gut, wenn man hier nochmal vorbeiguckt. Warte mal. Kleiner Command slash kevoli 0404. Das fängt sich jetzt richtig an. Minecraft Doppelpunkt Area. Achso, das gibt's hier in der 1.10 nicht. Toggle Downfall. Dann muss ich das jetzt eben so mit Zäunen lösen. Das geht jetzt zwar auch nicht, aber ist ja eigentlich auch egal. Mach ich so. Zack. Jetzt ist er auch fest dran. Und dann sehen wir uns in irgendeinem anderen Tutorial. In der nächsten Folge. Das nächste Mal Smash. Das nächste Mal Action. Keine Ahnung. Irgendwann bestimmt wieder. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao.